Ja, 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 ja. Aha, aha. So, wir sind ja pro... Kopf hat Tommy Bounce! Ja, der Bounce ist natürlich mit dem Schirm hier, oder? Wir sind professionelle Streamer neben mir. Gut, seid ihr jetzt im Schermen. Wir haben hier neben mir den Bounce und den Suited. Grüß dich noch. Grüezi, grüezi. Hoi. Er ist richtig pissed off heute, obwohl er eigentlich extrem aus der Nähe kommt. Bounce, jetzt muss die erste Frage an dich, so ein Next Level Unlocked Event, wie findest du bis jetzt? Darfst du ehrlich sein? Das Bier ist zu teuer, aber sonst ist es geil. Aber ist das nicht eigentlich so ein bisschen Zürich-Standard? Mal, ja. Nein, man ist sich nicht anders gewöhnt, aber so ein Offen wäre geil. So offen wäre geil, wäre es ein bisschen grösser. Schreiben wir gerade auf aus Kritik für nächstes Mal, aber jetzt ist so, Location, wie sie es aufgebaut haben, wie findest du? Nein, Spass beiseite. Sieht super aus. Ich würde gerne noch ein bisschen gamen, ich würde gerne noch ein bisschen die Stände anschauen, also habe ich noch nicht so gesehen. Coole Leute und komm wieder, wenn es wieder ist. Suti! Hey, ich kann mit dem Ganzen nur anschliessen. Ich finde es einfach wirklich, es ist mega angenehm auch gerade. Danke vielmals, Bounce. Also, es ist wirklich tipptopp. Es ist einfach fucking zu heiß. Das muss man auch, also bleibt das raus, gell? Aber es ist einfach wirklich ein bisschen zu heiß, muss ich jetzt sagen. Darum habe ich auch keine Krawatte an. Aber jetzt abgesehen von den Kleinigkeiten, so roundabout, wie findest du es? Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, da hast du völlig recht. Von dem her, es ist immer wieder lässig, um Leute kennenzulernen oder wieder mal zu sehen. Darum nur schon allein wegen dem W. Das sind ja beides grosse Content-Creator aus der Schweiz. Also, eure Namen werden ja schon den Sternen nachgeschrieben. Wie fühlt sich so an, so in einem Fame zu leben? Es ist brutal, aber ich bin eigentlich nichts anderes gewöhnt. Ich bin mein ganzes Leben so durch die Weltgeschichte gelaufen und ja, für mich ist es nichts Neues und es ist voll cool. Kommen Chicks? Ja, ja, die kommen und gehen. Nur der Mann bleibt stehen. Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du mit dem ganzen Fame um? Weißt, du kannst ja nicht mehr richtig in die Strassen rauslaufen und allein posten, zum Beispiel ein Bier kaufen, ohne dass du komplett überrannt wirst. Wie handelst du das? Das ist richtig. Bei mir hat man jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich movement-technisch nicht so schnell bin, aber das ist eigentlich mehr dem geschuldet, dass Massen mich einfach immer wieder aufhalten. Liegt das nicht daran, dass du eigentlich auf dem PC mit Controller spielst und eigentlich mit Maus und Tastatur spielen? Das ist ja sowieso eigentlich ein Win, das wissen wir, oder? Also die Richtigen, oder die nicht immer einfach nur wegen Gamer sind, rumbrüllen, die spielen mit Controller. Das ist, ja. Aber so roundabout könnt ihr gut umgehen mit eurem Fame in eurem Leben, so wieder eben ja, so einem Handy mal ein Gipfeli wegholen und so. Auch wenn der Ansturm gross ist, kommen wir zu euch ein Gipfeli, oder? Ich weiß kein Gipfeli. Wirklich? Auch nicht. Schocki-Gipfeli. Das ist geil, ja. Okay, jetzt, wir haben ja hier eine sehr geile Creator-Lounge und nochmal merci vielmals an der Priscilla von Allsubs. Allsubs schon mal gehabt? Absolut. Und an dieser Stelle, man darf also nicht mehr als 4 am Tag nehmen. Ja, ist das korrekt? Ist das korrekt, oder? Das ist eigentlich also absolut 4. Eben ja. Aber 4 dürfen es dann auch sein, weil sie sind ja fein. Oder? Also, ja. Und erst gerade kürzlich bist du auch angefragt worden für ein Ambassador-Branding von Allsubs, also ein Influencer-Package. Wie klappt es dort? Von dem weiss ich jetzt nicht. Von dem Glück habe ich jetzt gerade eine Frage von dir. Also, muss ich natürlich nachher nachhaken, muss ich nachher schauen. Ja, da gehen wir natürlich dagegen. Also, ich meine, so zwei Grössen neben mir zu haben, ist... Also ehrlich, also ich bin mega stolz, dass ich euch zwei interviewen, weil ich bin mega nervös, meine Hände sind komplett nass. Und auf diesem Weg schon mal, merci vielmals, habt ihr an diesem Interview teilgenommen. Sehr gerne, ja. Ich muss noch schnell etwas fragen. Weiss er schon? Wissen das die Leute schon? Was weiß ich schon? Weiss es noch nicht. Er weiss es gerade nicht. Was weiss ich noch nicht? Ja, also es hat, weißt du, zu Warzone-1-Zeiten, wo die Welt noch in Ordnung war, da hat es eben mal ein Turnier gegeben. Ein Duo-Turnier. Und zwei Leute haben dort wirklich alles verrissen, was man konnte. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Also, ich ziehe jetzt den Hut. Danke. Ich ziehe den Hut. Ich ziehe den Hut. Ich würde mich gerne noch, verbeugen. An dieser Stelle. Und in dem Sinne, merci vielmals für das Interview und schönen Tag noch. Sehr gerne, danke. Viel Spass im Interview noch. Interview am Event. Kuss. Danke für den Event. Dankeschön.
Schmidt, wir sind dus. Gott verdammt! Was ist denn mit uns schon? Ja, das ist